Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Ein für den VW-Dieselskandal typischer Fall könnte demnächst erstmals höchstrichterlich verhandelt werden vom Bundesgerichtshof. Ein Mann, der Schadenersatz für sein Auto mit sogenannter Schummelsoftware fordert, ist zwar heute vor dem Oberlandesgericht Braunschweig gescheitert. Die Richter ließen aber eine Revision zum BGH zu. Der Kläger und seine Anwälte werten das als Erfolg und hoffen nun auf eine Grundsatzentscheidung. Nur ein Software-Update für einen VW-Diesel, das ist vielen Kunden zu wenig. Sie fordern Schadenersatz, klagen sich einzeln oder mit Hilfe von Sammelklagen durch die Instanzen. Bisher in den meisten Fällen vergeblich. Auch heute wies das Oberlandesgericht Braunschweig die Klage eines Dieselfahrers auf Schadenersatz ab. Das Oberlandesgericht hat heute die Rechtsauffassung der Volkswagen AG bestätigt, wonach den Kunden keine Schadensersatzansprüche zustehen. Zuvor hatte sich Volkswagen häufig mit Klägern außergerichtlich geeinigt und so Oberlandesgerichtsentscheidungen vermieden. Jetzt ist ein Urteil da. Aber der Rechtsdienstleister MyRight will das nutzen, um die nächsthöhere richterliche Instanz einzuschalten. Der Weg ist jetzt freigemacht worden durchs Oberlandesgericht zum Bundesgerichtshof. Das heißt, der Bundesgerichtshof wird sich jetzt mit der Frage befassen, welche Rechte haben Kunden im Abgasskandal. Aus Sicht des Oberlandesgerichts besteht kein Schadenersatzanspruch, weil die Käufer ihr Fahrzeug weiter nutzen konnten. Das Kraftfahrtbundesamt hat die Zulassung nicht entzogen. An der Klage des VW-Kunden vor dem Braunschweiger Gericht hängen, nach eigenen Angaben von MyRight, 38.000 gleichgelagerte Klagen. Die Frage, wer am Ende gewinnt, die halte ich weiter für offen. Das Oberlandesgericht Köln hat zum Beispiel so einen Fall komplett anders entschieden. Da hat der Kunde gewonnen, weil VW ihn vorsätzlich und sittenwidrig geschädigt habe. Und das ist jetzt eine typische Situation, in der der Bundesgerichtshof diese Rechtsfragen klären muss. Ob in dem Revisionsverfahren vor dem Bundesgerichtshof auch der Europäische Gerichtshof angerufen wird, ist noch offen. Wenn ja, drohen Schadenersatzforderungen für alle in der EU verkauften Dieselautos von VW. Vertreter des Europäischen Parlaments und der EU-Mitgliedstaaten haben sich erstmals auf eine verpflichtende Reduzierung des CO2-Ausstoßes von Lkw und Bussen verständigt. Die Maßnahme soll dazu beitragen, die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen. Geplant ist, die Hersteller zu verpflichten, den durchschnittlichen CO2-Ausstoß von neuen Lastwagen bis 2025 um 15% zu senken und schließlich bis 2030 um 30% im Vergleich zum Ausstoß in diesem Jahr. Die Zahl der Lastkraftwagen auf europäischen Straßen steigt. Durch grenzüberschreitende Märkte, mehr Gütertransport, auch durch mehr Onlinehandel. Damit steigen auch die CO2-Emissionen. Bislang gab es für Lkw im Gegensatz zu Autos allerdings keine Vorgaben für die Reduzierung von Abgasen. Um das Klimaabkommen von Paris umzusetzen, müssen wir alle unsere CO2-Emissionen senken. Es gibt Alternativen für Lkw-Antriebe. Wir müssen den Markt dazu bewegen, sie anzubieten. Deshalb ist dieses neue Gesetz so wichtig. Den größten Anteil an CO2-Emissionen haben nach wie vor Pkw, gefolgt vom Schwerlastverkehr mit 26%, also gut einem Viertel. Beim Verband der europäischen Automobilhersteller wenig Begeisterung über das neue Gesetz. Für Lastkraftwagen mit alternativen Antriebsformen wie etwa Elektromobilität fehle in Europa das entsprechende Netz, beispielsweise um Akkus zu laden. Hersteller von Lastkraftwagen fordern deshalb eine klare Unterstützung durch die EU-Mitgliedstaaten. Eine Botschaft, die auch bei den politisch Verantwortlichen angekommen ist. Da müssen wir die Infrastruktur schaffen und das muss öffentlich-rechtlich kofinanziert werden, weil die Industrie aus eigener Kraft, glaube ich, das Geld nicht aufbringen wird. Da ist Politik weiterhin gefordert, auch Antworten zu liefern und nicht nur Ziele zu setzen. Die neue Richtlinie ist Teil des Planes, die Treibhausgase der EU langfristig um 40% zu senken. Bis 2030 haben Lkw-Hersteller jetzt Zeit, neue Antriebsmodelle zu entwickeln und umzusetzen. Sonst drohen Bußgelder. Vertreter der EU-Staaten und des Europaparlaments verständigten sich zudem darauf, in neuen Personalausweisen künftig Fingerabdrücke zu speichern. Ziel ist es, Fälschungen zu erschweren und schneller zu erkennen.
Die Einigung muss noch vom EU-Parlament und den Mitgliedstaaten formell bestätigt werden. Grüne und Sozialdemokraten kritisierten das Vorhaben als unverhältnismäßig und kündigten Widerstand an. Deutschland und Frankreich wollen angesichts einer zunehmenden Konkurrenz aus Asien eine europäische Industriestrategie vorantreiben. Darauf verständigten sich Wirtschaftsminister Altmaier und sein Kollege Le Maire bei einem Treffen in Berlin. Teil des Plans ist es, Schlüsseltechnologien gezielt zu fördern, wie etwa die Batteriezellenproduktion für Elektroautos. Den Bau einer entsprechenden Fabrik wollen Deutschland und Frankreich mit insgesamt 1,7 Milliarden Euro bezuschussen. In Paris und weiteren französischen Städten demonstrieren zur Stunde tausende Menschen gegen einen zunehmenden Antisemitismus im Land. Präsident Macron legte an der Holocaust-Gedenkstätte in der Hauptstadt einen Kranz nieder. Zuvor hatte er den elsässischen Ort Quanzenheim bei Straßburg besucht. Dort waren etwa 80 Gräber auf einem jüdischen Friedhof geschändet worden. Macron versicherte, er werde mit aller Macht gegen Antisemitismus jeglicher Form ankämpfen. Im Streit über den Bau einer Grenzmauer zu Mexiko ziehen jetzt mehrere US-Bundesstaaten gegen Präsident Trump vor Gericht. 16 Staaten, unter ihnen Kalifornien und New York, reichten vor einem Bundesgericht gemeinsam Klage gegen die Notstandserklärung des Präsidenten ein. Sie werfen ihm vor, damit gegen die Verfassung verstoßen zu haben. Trump will sich mit seinem Schritt am Kongress vorbei öffentliche Mittel für das Mammutprojekt beschaffen. Ob in Kalifornien, Georgia oder Colorado, landesweit formiert sich lautstarker Protest gegen die Entscheidung des Präsidenten, den nationalen Notstand auszurufen, um so die Finanzierung der Grenzmauer zu Mexiko zu erzwingen. Der Vorwurf, der nationale Notstand existiere gar nicht. Tatsächlich hatte Trump bei seiner Pressekonferenz im Rosengarten eindeutig formuliert, er habe sich erst für die Ausrufung des nationalen Notstands entschieden, nachdem ihm der Kongress zu wenig Mittel für die Mauer bewilligt hatte. Ich war schon ganz erfolgreich, aber ich wollte es schneller machen. Ich hätte die Mauer auch über einen längeren Zeitraum bauen können, hätte dies nicht tun müssen, aber ich hätte es gern schneller. Inzwischen haben 16 US-Bundesstaaten, darunter einer republikanisch regiert, gemeinsam Klage gegen Trump eingereicht. Es geht im Kern um Amtsmissbrauch und die verfassungswidrige Zweckentfremdung von Bundesmitteln. Der Präsident überschreitet seine rechtlichen Befugnisse und er tut dies genau wissend, dass es gar keine notfallähnliche Krisensituation an der Grenze gibt. Trump wettert über Twitter, hinter der Klage steckten die Demokraten, die radikale Linke und ein notorisch liberales Gericht in San Francisco. Er habe all dies kommen sehen. Nicht das Weiße Haus, nicht der Kongress, das oberste US-Gericht wird wohl am Ende darüber urteilen, ob Trumps Ausrufung des nationalen Notstands rechtens war. Entschieden wird hier mit einfacher Mehrheit. Zwei der 9 Supreme Court-Richter verdanken ihre Ernennung Präsident Trump. Die Immobilienbranche geht davon aus, dass die Wohnkosten in Deutschlands Metropolregionen weiter anziehen. Die Branche stützt sich dabei auf ihr aktuelles Frühjahrsgutachten. Daraus geht hervor, dass Mieter und Käufer in den großen Städten vergangenes Jahr deutlich mehr ausgeben mussten als noch 2017. Nur verstärktes Bauen könne den Trend brechen. Dafür fordert der Verband Erleichterungen bei Steuern und Genehmigungen. Hoch hinaus ging es mit den Immobilienpreisen auch 2018. Im dritten Quartal lagen die Mieten bei Neuverträgen fast 4% höher als noch ein Jahr zuvor. Die Deutschen bezahlen damit im Schnitt mehr als 7 Euro pro Quadratmeter. Gegen steigende Mietpreise helfe vor allem eines, so die deutsche Immobilienwirtschaft, bauen. Eine Maßnahme wie die von der Bundesregierung beschlossene Mietpreisbremse bringe da nichts. Wenn das Angebot zu knapp ist, dann muss man das Angebot erweitern und nicht den Mangel verwalten. Und das ist das Problem. Neue Wohnungen und Häuser müssten her. Vielerorts wird bereits gezimmert. Damit es noch mehr wird, fordert die Immobilienwirtschaft günstigeres Bauland. Ja, sagt das zuständige Ministerium, daran arbeite man bereits. Wir können die Städte natürlich auch nicht zu Betonwüsten umbauen. Das hat Grenzen. Deswegen ist uns auch der Punkt wichtig, Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, heißt für uns auch ganz klar, wir wollen die peripheren, strukturschwächeren Regionen ertüchtigen, damit dieser Run auf die Großstädte endlich mal aufhört. Die 7 größten deutschen Städte wachsen derzeit weiter. Aber nicht nur sie sind von enormen Preissteigerungen betroffen, auch 9 andere Großstädte. Um mehr als 50% in 13 Jahren stiegen die Mieten unter anderem in Ingolstadt, Würzburg, Nürnberg und Osnabrück. Hingegen real nicht gestiegen sind die Mieten seit 2005 in Remscheid, Oberhausen, Duisburg, Chemnitz oder Halle.
Mietpreissenkungen gibt es immer dann, wenn die Nachfrage sinkt. Und das ist derzeit eben in den altindustriellen Regionen Westdeutschlands und vor allen Dingen in den Landkreisen Ostdeutschlands der Fall. Dorthin will die Bundesregierung Arbeitsplätze verlagern. Sie baut darauf, dass Mieter dann aus den Ballungszentren in die momentan noch strukturschwachen Regionen ziehen. Arbeitgeber müssen Beschäftigte rechtzeitig darauf hinweisen, wie viele Urlaubstage ihnen noch zustehen und wann dieser Anspruch verfällt. Das hat das Bundesarbeitsgericht in Erfurt entschieden. Wird das versäumt, können Arbeitnehmer die freien Tage auch noch zu einem späteren Zeitpunkt nehmen. Geklagt hatte ein Wissenschaftler, der 51 Tage nicht beantragten Urlaub ausgezahlt haben wollte. Arbeitnehmern sind ihre freien Tage in der Regel kostbar. Ärgerlich nur, wenn sie vergessen, den ihnen zustehenden Jahresurlaub auch voll zu nehmen. Bislang hieß es dann selbst schuld. Doch nun wird der Arbeitgeber mit in die Verantwortung genommen, muss klar und rechtzeitig darauf hinweisen, wenn der Urlaubsanspruch zu verfallen droht. Für Arbeitnehmer bedeutet das, dass sie sich stärker darauf verlassen können, dass sie sich nicht selber um ihren Urlaub kümmern müssen, sondern dass der Arbeitgeber sie informieren muss und sich stärker darum kümmern muss, dass auch jeder Arbeitnehmer in jedem Jahr seinen Urlaub nimmt. Was genau unter rechtzeitig zu verstehen ist, sagten die Richter nicht. Anlass für ihr Urteil war die Klage eines Wissenschaftlers aus Bayern. 12.000 Euro wollte er als Entschädigung für 51 nicht genommene Urlaubstage. Vor dem Urteil hatten die Bundesrichter den Europäischen Gerichtshof zur Klärung der Frage angerufen. Und der hatte entschieden, Arbeitgeber müssen ihren Beschäftigten aktiv helfen, den Urlaubsanspruch wahrzunehmen, durch rechtzeitige Information. Der Urlaubsanspruch hat deshalb diesen hohen Stellenwert, weil er dem Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer dient. Und deshalb sollte sich die Frage künftig auch viel mehr auf die Gewährung, die Organisation der Inanspruchnahme von Urlaub richten und weniger um die Frage der Abgeltung. Urlaub soll eben zur Erholung dienen. Ob der Kläger finanziell entschädigt wird, bleibt offen. Über seine Forderung soll nun neu verhandelt werden am Bayerischen Arbeitsgericht. Mit Trauer und Bestürzung ist international auf den Tod von Karl Lagerfeld reagiert worden. Politiker, Kollegen und Künstler würdigten ihn als Botschafter des kreativen Deutschlands. Der gebürtige Hamburger war vor allem als Star-Designer von Chanel bekannt geworden, hatte die Traditionsmarke zu einem modernen Luxuslabel umgestaltet. Lagerfeld starb im Alter von 85 Jahren in seiner Wahlheimat Paris. Es war sein letzter Auftritt. Strahlende Kulisse, Scheinwerfer, Champs-Élysées. Karl Lagerfeld eröffnet die Weihnachtsdekoration in Paris, bereits sichtlich erschöpft. So kannte ihn die Welt. Elegant, extravagant, selbstbewusst und geschäftstüchtig. Sein Markenzeichen: schwarze Sonnenbrille, weißer Zopf, hoher Hemdkragen. Karl der Große nannten ihn nicht nur die Franzosen. Es gibt Berufe wie meinen, da kann man nicht sagen, jetzt werde ich mal 2 Stunden zeichnen. Es kann angehen, dass man in 2 Stunden überhaupt nichts macht und das alles in den Papierkorb gibt. Denn ich bin der beste Kunde meines Papierkorbs, weil ich nie zufrieden bin. Geboren und aufgewachsen als Sohn wohlhabender Eltern in Hamburg, interessierte er sich früh für Mode. Mitte der 50er Jahre zog er nach Paris und erarbeitete sich zielstrebig seinen Platz in den großen Modehäusern der Haute Couture. 1983 übernahm er als Kreativdirektor Chanel. Er zeichnete auch Karikaturen, fotografierte, sammelte Bücher, kommentierte mitunter provokant Politik und Gesellschaft. Er hinterlässt ein großes Modeimperium und eine Devise. Erstens bin ich unsterblich und meine Devise im Leben ist, es fängt mit mir an und es hört mit mir wieder auf. Ironie und Eleganz, Karl Lagerfeld, eine Ikone, der letzte Modezar von Paris. Viele weitere Bilder aus dem Leben Karl Lagerfelds finden Sie bei uns im Internet auf tagesschau.de. Das erste würdigt den Modeschöpfer zudem in einer Doku um 23 Uhr gleich nach den Tagesthemen. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 20. Februar. Dem Norden beschert der Ausläufer eines Atlantiktiefs etwas Regen, sonst gerät Deutschland zunehmend unter Hochdruckeinfluss. Heute Nacht gibt's im Nordosten anfangs einzelne Schauer, südlich der Donau leichten Regen, sonst teils bewölkt, teils klar. Später verdichten sich die Wolken und morgen tut sich die Sonne erstmal schwer. Am Nachmittag hat sie bessere Chancen, vor allem in der Mitte sowie vom Hochrhein bis zu den Alpen. In Küstennähe fällt dann leichter Regen.
Dort heute Nacht bis 6, am Alpenrand bis minus 5 Grad. Morgen 6 Grad im Vogtland bis 14 Grad am Oberrhein. Am Donnerstag in der Nordosthälfte etwas Regen, sonst teils Wolken, teils Sonne. Im Südwesten und an den Alpen auch längere Zeit Sonnenschein. Von Freitag bis Samstag wird es immer sonniger. Erst im Westen und Südwesten, dann im ganzen Land. Um 22.30 Uhr hat Markus Bornheim diese Tagesthemen für Sie. Landesweite Proteste gegen Judenhass. Frankreichs Bürger setzen ein Zeichen. Und wie wird Logistik klimafreundlich? Alternative und bezahlbare Antriebe für Lkw. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.